Hallo zusammen, ich bin Katharina von der Buchstabenbande und ich freue mich, dass ich euch heute etwas vorlesen darf. Heute habe ich euch ein Buch aus unserer neuen Vorlesereihe mitgebracht und zwar dieses hier, Der Happaflap reist in den Mythenwald. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist denn ein Happaflap? Das ist dieses kleine süße Kerlchen hier. Und Happaflaps können wie Drachen Feuer speien. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Geschichte. Und wenn ihr bis zum Ende des Videos dranbleibt, dann zeige ich euch noch ein paar Besonderheiten des Buchs. Viel Spaß! Die Sache mit den Happaflaps. Happaflaps leben seit ungefähr 4 Millionen Jahren, 3 Monaten und 17 Tagen unentdeckt auf einem sehr, sehr hohen Berg. Man kann sie auch gar nicht entdecken, denn der Berg ist wirklich sehr, sehr hoch und die Bergspitze meist von Wolken verhüllt. Der Wald am Fuß des sehr, sehr hohen Berges ist so dicht belaubt, dass man den Berg von dort aus fast gar nicht sehen kann. Außerdem lebt in dem Wald niemand, der sich dafür interessiert, was über ihm geschieht. Im Herbst, wenn die Bäume ihr Laub verlieren und man die Happaflaps sehen könnte, fliegen sie früh genug weg. Sie machen sich auf eine lange Reise in den Osten. Dort verstecken sie sich auf einem noch viel höheren Berg, der von noch viel mehr Wolken eingehüllt ist. Im Frühling kehren sie zurück und legen Eier, aus denen kleine Happaflaps schlüpfen. Wenn diese groß genug sind, fliegen auch sie im Herbst in den Osten und im Frühjahr zurück in den Westen. Wenn die Kleinen allerdings am ersten Herbsttag nicht fliegen können, lässt man sie allein zurück. Denn dass die Großen auf die Kleinen Rücksicht nehmen, kommt für Happaflaps nicht in Frage. Schaut mal, hier seht ihr den kleinen Happaflap, der gerade aus dem Ei geschlüpft ist. Ein Happaflap macht sich auf die Suche. Die Flügel des kleinen Happaflaps waren eigentlich groß genug, aber fliegen konnte er damit noch nicht. So sehr er sich auch bemühte, es wollte ihm einfach nicht gelingen. Trotzdem übte er fleißig jeden Tag, bis die Sonne unterging. Denn er wusste, dass die Zeit knapp wird. Als der kleine Happaflap an diesem Morgen erwachte, fand er sich allein auf dem sehr, sehr hohen Berg. Er suchte und rief, doch die anderen gaben kein Lebenszeichen von sich. Da fiel ihm ein, dass heute der Herbst begann. Waren die großen Happaflaps etwa ohne ihn in den Osten geflogen? Das konnte er nicht glauben. Also wartete er den ganzen Vormittag. Er wartete den ganzen Nachmittag und er wartete sogar noch den ganzen Mittwoch. Aber die anderen Happaflaps kehrten nicht zurück. Am Donnerstag wusste er Bescheid. Er würde hier oben auf dem Berg sehr lange, sehr allein sein. Und im Winter, wenn Schnee liegt, wenn eisige Winde wehen und Blitze am Himmel zucken, würde er bestimmt noch viel einsamer werden. Bei diesem Gedanken fröstelte es den kleinen Happaflap schon jetzt. Doch im nächsten Moment erinnerte er sich daran, wie er mal gehört hatte, dass man mit einem Freund viel weniger allein ist. Wenn man einen Freund hat, dann wird das Herz ganz groß. So sagte man. Und mit einem großen Herzen konnte man vielleicht auch besser fliegen, überlegte der kleine Happaflap. Er wusste nur leider überhaupt nicht, was ein Freund war. Wie sah er aus, so ein Freund? Wie roch er? Wie lebte er? Was aß er? Und die Frage aller Fragen, wo fand man so einen Freund? Während er über diese Fragen nachdachte, saß er auf dem höchsten Felsen und sah hinab ins Tal. Heute verdeckten nur wenige Wolken die Sicht. Tief unten erstreckte sich der riesige Wald so weit in die Ferne, wie man überhaupt gucken konnte. Der Wald ist so groß. Vielleicht lebt darin sogar ein Freund. Kann ja sein, dachte der kleine Happaflap. Und bevor ich hier oben allein versauere, kann ich genauso gut mal runterklettern und nachschauen, ob ich da unten einen finde. Für einen Happaflap war das ein sehr mutiger Gedanke, denn noch nie hatte ein Happaflap den Berg auf diesem Weg verlassen. Guck mal, da oben sitzt der kleine Happaflap ganz allein auf der Bergspitze. Mal schauen, wie es weitergeht. Die Großen behaupteten nämlich, dass Happaflaps nicht klettern könnten. Dabei hatten sie doch nur Angst, es zu versuchen. Tatsächlich war der Abstieg für den kleinen Happaflap sehr schwer und gefährlich und dauerte fast den ganzen Tag.
Er musste aufpassen, dass er sich nicht an den scharfen Felskanten schnitt oder auf den lockeren Steinen ausrutschte. Als er zum ersten Mal in seinem Leben seine Füße auf einen Waldboden setzte, stand die Sonne bereits tief am Himmel. Der Wald wirkte unheimlich, denn der kleine Happerflap kannte ja nur Himmel, Felsen und unendliche Stille. Außerdem konnte er dort oben bei gutem Wetter fast bis ans Ende der Welt sehen. Hier unten konnte er nur bis zum nächsten Baum gucken. Oder bis zum nächsten Gebüsch, und das war nicht weit. Überall stand etwas im Weg. Büsche, Sträucher, Farnkraut, kleine Bäume, große Bäume. Alles war grün und weich und voll merkwürdiger Geräusche. Es zwitscherte und knarzte und knackte. Was steckt da im Gebüsch? Da in diesem Gebüsch war ein besonders unheimliches Geräusch. Beinahe so, als würde jemand versuchen, einen Baum umzustoßen. »Hallo!« rief der kleine Happerflap. Niemand antwortete. Dafür wurde das unheimliche Geräusch noch lauter. Beinahe so, als würde jemand versuchen, zwei Bäume umzustoßen. Der kleine Happerflap ging ein paar Schritte zurück und rief nochmal. Wieder antwortete niemand. Da nahm er einen Stock und warf ihn in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Er wollte nämlich endlich wissen, was solchen Lärm machte. »Au!« rief etwas und stürzte aus dem Gebüsch. Es war groß und braun und sah gefährlich aus mit seinen kleinen Augen und der großen Schnauze. Tja, jetzt wüsstet ihr wohl gern, wem oder was der kleine Happerflap da begegnet. Wenn ihr das wissen möchtet, dann schaut doch mal nach unten in die Infobox, da haben wir euch das Buch nämlich verlinkt. Wir würden uns freuen, wenn ihr Lust habt, das Buch weiterzulesen. Ja, und jetzt hatte ich euch ja noch was versprochen, und zwar gibt es an diesem Buch ein paar Besonderheiten. Wenn ihr mal hier vorne schaut, da könnt ihr schon ganz viele Wesen und Tiere sehen, die dem Happerflap im Mythenwald begegnen. Und vielleicht ist das hier der Geselle, dem er gerade begegnet ist. Das ist aber noch nicht alles, denn im Buch gibt es auch noch eine Überraschung. Und zwar diesen tollen Stickerbogen. So, das war ein kleiner Einblick in die Geschichte vom Happerflap aus dem Buch Der Happerflap reist in den Mythenwald, geschrieben von Michael Engler und mit vielen bunten Bildern von Barbara Scholz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!